Wir sind hier bei der Möller GbR in Nordhessen, bei einem Naturlandbetrieb. Hinter mir ist ein Stall mit 12.000 Legehennen, gebaut worden im Jahr 2016. Also im Projekt Layer HACCP ist die Landwirtschaftskammer zusammen mit der Tierärztlichen Hochschule Hannover zusammen. Und da bildet sich ein Beratungsteam aus einem Fachberater für Fütterungsoptimierung, Tiergesundheit und einer Tierärztin für Beschäftigung und Tiergesundheit. Und zusammen werden die Betriebe angefahren, besucht, die Tiere werden bonitiert, gewogen, in die Hand genommen, um zu sehen, ob sie wirklich fit sind. Und aus diesen Untersuchungen ergeben sich dann vielleicht Optimierungen für den Betrieb oder aber, wenn alles gut ist, dann wird so weiterverfahren, wie es dann auf dem Betrieb gemacht wird. Das HACCP-Konzept kommt eigentlich aus der Lebensmittelhygiene und hilft da, gewisse Hygienerichtlinien einzuhalten. Und wir haben uns überlegt, dass es eigentlich ein ganz pfiffiges Prinzip ist. Und dass wir versuchen, das auf die Tierhaltung umzubauen, um dann den Betrieben, die interessiert sind, auch so eine Art Katalog an die Hand zu geben, wie kann ich reagieren, wenn ich welches Problem habe. Und da versuchen wir über dieses Konzept HACCP eine Art Leitlinie zu entwickeln, die dem praxisorientierten Landwirt da Möglichkeiten zu reagieren gibt. Ja, wir wissen, dass Hühner sehr pickaktiv sind. Aus Untersuchungen weiß man, dass zum Beispiel ein Huhn um die 15.000 Pickschläge pro Tag durchführt. Und das heißt eben, dass das Tier auf Futtersuche, auf Nahrungssuche ist, die Gegend erkundet. Und dem wollen wir natürlich auch gerecht werden in unserer Haltung, in unserem Haltungssystem. Und da ist eben das Beschäftigungsmaterial eben sehr, sehr entscheidend, um halt dem Bedarf der Tiere dann auch gerecht zu werden. Auf dem Betrieb haben wir verschiedene Beschäftigungsmaterialien. Wir haben einmal eine automatische Beschäftigungsanlage, die den Tieren Getreidekörner anbietet. Da müssen die Tiere auch ein bisschen dran arbeiten. Das ist eine sogenannte Pick-Puck-Anlage. Das heißt, da gibt es eben ein System, ein Rohrsystem, was durch den Kaltschauraum läuft, wo die Tiere dann entsprechend mit ihrem Schnabel unten an einem Teller picken können und dann fallen Körner heraus und das animiert die Tiere dann eben weiter zu picken, zu gucken, was gibt es da Leckeres. Ja, also die Hühner können ab morgens 8 Uhr in den Wintergarten und man merkt, dass die Hühner scharenweise vor den Klappen stehen und freuen sich, wenn die Klappen aufgehen um 8 Uhr. Und der erste Weg vor dem Huhn ist direkt zu der Pickpuck-Anlage und versuchen, Weizen oder Hafer zu ergattern. Und man merkt auch dementsprechend, wenn morgens um 8 die Klappen auf sind, ist der Stall nicht leer, aber relativ viele, sehr viele Hühner sind im Wintergarten, was vorher nicht so war. Also ohne Pickpuck-Anlage war nur ein Bruchteil der Hühner morgens um 8 direkt im Wintergarten. Der Mehrwert aus diesem Projekt, wir versprechen uns davon, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und auch praktische Erfahrungen aus den Beratungsgesprächen von Betrieben auf Betriebe übertragen werden können, um da nachhaltig eine bessere Haltung und auch bessere Optimierung von Fütterung und Beschäftigung in Bezug auf langjährige Gesundheit der Tiere zu erreichen. Das Ziel von der Anlage ist, dass die Hühner beschäftigt werden. Für mich ist es wichtig, am wichtigsten von allem, dass den Hühnern gut geht, solange sie bei mir sind. Wenn Hühner im Alter noch gut gefiedert sind, das ist das auch ein Indiz dafür, dass es den Hühnern gut gegangen ist. Das sehen die Bevölkerung und dadurch sind die in meinen Augen zufriedener mit diesen Eiern, die sie dann kaufen. Ja, die Verbindung zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung wird dadurch in meinen Augen verbessert.